So, deswegen, ich mach das jetzt hier. What the fuck? So, kann ich mir meine neue Unterhose basteln? Kann ich. So. Deswegen nehme ich das jetzt hier am Stück auf. So, do not wonder. So. Ich brauche Zeug. Ich brauche Geld. Deshalb verkaufe ich jetzt wieder Sachen. Jetzt muss er erstmal wieder reinkommen hier in das. In Birth by Birth. Birth by Birth. In Smurf by Nerf. Smurf by Nerf. 2100 war ein okay Preis. Dann machen wir 2200 daraus. Hier machen wir 2200 raus. Der Einzige, der in dieser Stadt lebt, ist Dagobert. This can only mean Master Xehanort was right. Oh, guck mal, es sind nicht Herzlose. Ach ja, die Unversierten. Unwampen. Die Unversed. Die Umwelt. Die Umwelt. Besiege alle Umwelten. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Waldgeschichte und so weiter alles verkaufen will, weil die Dinger, die kriege ich nicht mehr nach, wie ich jetzt den gelernt habe. Genau, so war das. Ich hab magisches Holz noch nie. Magisches Holz ist aber toll, oder? 2000. 2500 ist so ein Messpreis. 2500 daraus. 2500 ist so ein Messpreis. Du sagst, der 2100 ist okay, dann machen wir das so. Hoffe mal, ich krieg da jetzt genug Geld raus. Kaufen Sie. Schönen guten Tag, wir sind hier. Wir haben alles aus den Blumen dann eben geholt, was nur geht. Hallo und schönen Tag zu Hause. Hallo, guten Tag zu Hause. Kaufen Sie. Kauf meinen Scheiß. Schmeißen Sie gleich raus. Wir schließen gleich. Verpiss dich aus meinem Laden. Shit, wie springt man? Nicht mit Kreis. Find's okay. Ich find's gerade schön, dass ich sehr viele okay Gesichter sehe. Gib mir Geld. Kauf mein Scheiß. Oh, sind die Dinge echt nur 50 wert? Nee, 50 ist ein guter Preis. Ich mal 250 Euro. Von dem hab ich keine Ahnung. Wow. 500? Sie sind mit 400 ein guter Preis. Besiege Peter. Ist das schon wieder eine Kackrotznase, die wird von mir klauen will? Sorry, Dude, aber ich habe keine Pokémon-Karten. Oh nein, das erinnert mich irgendwie an diesen einen Wein, den ich mal gesehen habe. 1, 2, 3, 4. How many are in my store? No, you're stealing. Nope. Erstmal kleine Kinder verprügeln, weil sie klauen wollten. Du bist aber radikal. Ja. Also das macht das Spiel richtig gut, dass du kleine Kinder verprügeln darfst, wenn sie klauen. Okay, die waren zu teuer. What's Master Xehanort doing here? Was? Maybe he found something out. Hä? Wieso hattest du denn jetzt... Das hätte ich auch geschafft. Okay, Salin, da hast du nicht viel verpasst. Ich habe gerade erst angefangen. Wirklich, weil... Ich habe mich vorher noch verquatscht. Verquatscht? Ja. Verquarkt. Aber seien wir ehrlich, ist... Ne... Für wie viel soll ich denn Trainingshandschuhe verkaufen? 2000? Komm, 2000. Wahrscheinlich viel zu günstig, aber... Nein. Plus, man darf halt auch nicht ganz vergessen, ich bin halt aktuell eigenständig. Also, ich muss irgendwie das nehmen, was irgendwo die bessere Option ist. So. So böse und blöd das auch klingt, aber... High Cynistic und, ich sage mal, genau, was will ich jetzt sagen? Genau, grüße mal den Schosch zurück. Was habe ich damit zu tun? Cynistic kam gerade in meinen Chat und hat gesagt, hey, von Shoshi. Ah, hey, mein Dude.
Oder wenn du weiblich bist, hey, meine Dudette. Dudette. 2000 ist zu teuer für die Trinksanschuhe. Klar. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Finde ich gut. Zack, gib mir Geld. Terra. Ich hab 105. Wann habe ich 150.000 gemacht? What? Terra, nein. Ist das wieder dunkel? Leg das Buch hin. Möchte wieder dunkel sein? Möchte wieder Edgelock sein? Es ist ein Dude. Das wird. Der Herr Zynistik ist ein Dude. Die Dinger sind nicht wert, schon. Ja, ein Buch, das Leute stärker macht. Mhm. Ich will die wirklich nicht für unter Wert verkaufen und die Dinger müssen eigentlich viel wert sein, deshalb 10.000, fuck it. Wenn ich dauernd immer falsche Preise dann jetzt kriege. Alter, sind die nix wert. Holy shit. Okay, die brauche ich nächstes Mal nicht mitnehmen. Hör auf zu klauen. Ja. No, so, noch Kinder verprügeln. Wisst ihr, Terra ist ja immer irgendwie mit den ganzen negativen, bösen Antagonisten am Tun und Sachen. Das wollte ich gar nicht. Und jetzt will er auch noch in den 100 Morgenwald und das freiwillig. Was? Was? Also, wenn wir noch. Brauchen wir wirklich noch mehr Beweise für diesen Satanistenbären? Brauchen wir wirklich noch mehr Beweise? Ist der dunkle, hat sich der dunklen Seite zu gewandt. Es gibt für das Kommandobrett ein 100 Morgenwald Level. Zynistic ist ein Dodo aus Ark. Ich laufe. Das, die Sache ist, ich habe Ark für 5 Minuten mal gespielt. So, welche hat sie jetzt gekauft? Winnie Pooh, nix so schwache Nerven. Terra, da ist eine Truhe. Du rennst mir jetzt nicht davon. Da gibt's Zeug. 10.000 finden sie zu viel. Nein! 9.000 raus. 10.000 finden sie zu viel. 9.000 raus. So. Aber du willst doch wissen, was ein Dodo ist. Was haben die aus Ice Age schon mal gesagt? Sie müssen sterben, irgendwie sowas. Sie müssen sterben. Sollt ihr verdammt sein, genau. Feuersturmlauf. Seid ihr verdammt sein. Seid ihr verdammt sein. So, ich habe aber ordentlich Geld gemacht. Heilige Scheiße. Ich hatte gerade noch irgendwie nur 8.000. Jetzt habe ich plötzlich 170.000. Jesus. Sollt ihr verdammt sein. Sollt ihr verdammt sein. Ich brauche Wurzeln. Fuck. Ich brauche Wurzeln. Ja, Wurzeln. Wir holen uns mal den Bankier, weil mich dieser Charakter nimmt nachts keine Anfrage an. Gut, dann nicht. Mann, gehe ich jetzt erstmal schlafen. So, habe ich schon mal Vitra. Mit Magie hast. Oh, ich habe eine Goldrausch. Sprungangriff, der den Taler hinterlässt. Cool. Gib mir mal den Bankier, der das Geld für mich arbeiten lässt. Das wird jetzt interessant. Ich will aber den anderen noch. Hat der Typ gerade einen Typen gebaut? Hat der Typ meinen Typen gebaut? Ja, normalerweise kommt hier so ein dicker Handwerker und der macht dann der bringt dann die Shops wieder auf den neuesten Stand, sodass dann jemand da einziehen kann. Aber der ist jetzt gerade literally auf einen leeren Platz gegangen, auf den Marktplatz. Der Bildschirm wurde schwarz, man hat so ein paar Hämmerhauen gehört. Und als das Bild wieder kam, stand da einfach nur Mr. Monopoly. Mr. Monopoly? Ja, der Pringles, Mann. Ach so. Gold? Wo? Oh, ich guck mal, wir haben Shadow bei uns im Stream. Hi. Oh, Tag, wünsche ich. Ich bin Edward, ich bin Schuschmann, frisch gebackener Einwohner dieser wunderbaren Stadt. Frisch gebackener Einzelhändler. Endlich bin ich ein Händler, genauso wie du, mit einem Unterschied.
Ich handle mit Kapitalanlagen, nicht mit Gegenständen. Vertrau mir dein Geld an und ich mache dich garantiert reicher. Mhm. Ich habe zu tun, komm in 2 Tagen wieder. Ja, perfekter Schot. Hi. Das kannst du doch so nicht sagen. Das kannst du doch so nicht sagen, du. Aber ich könnte bei mir die Dinger wieder kaufen. Wurzeln kosten 2,7. Ja, ich brauche davon welche. Feuerbronze ist so ein cooler Move. Also von den Namen her klingen die ganzen Attacken ja voll fancy, aber ich weiß nicht, ich komme irgendwie einfach nicht mit diesem Zusammenschmieden dieser Skills irgendwie klar. Man gewöhnt sich dran. Ich musste jetzt nur mal rausfinden, wie kriege ich jetzt diesen Abschlussangriff da oben und warum habe ich nur 2? Ich brauche noch diese komischen Minzblätter. Nimm jetzt erstmal den hier. Oh, ich habe kein Geld mehr. Ups. Verzinnig, Dankeschön für den Follow, sehe ich jetzt gerade erst. Sorry. Ich brauche noch mehr Eukalyptusblätter. Ganz vergessen, ich habe jetzt auch diesen Air-Dash. Ist das besser? Aua! Müsste besser sein, ne? Ja, ist besser. Manchmal verstehe ich dieses System aber auch nicht. Manchmal kriegst du halt diese Diamond Dust und sowas, wenn du einen Angriff damit machst, und manchmal nicht. Ja, es kommt halt, glaube ich, darauf an, wie viel du damit triffst. Ich bin ein Ritter jetzt. Cool. Ich habe eine Unterhose auf dem Kopf. Ist beides ein bisschen merkwürdig. Ja. So, gehe ich jetzt in den Dungeon Nummer 3 oder in den Dungeon Nummer 2? Na komm, wir gehen schon in den dritten. Bisschen neues Zeug sehen. Obwohl wir das ja schon oft genug gesehen haben mit diesen komischen Portaleingängen, wo man irgendwie schon Spoiler auf den nächsten Dungeon kriegt. Das ist nämlich jetzt der Wüsten-Dungeon oder wie ich ihn gerne einfach nur der Feuer-Dungeon. Denn wir haben keine Türen hier in diesem Dungeon. Es ist einfach Lava-Wände. Wir haben keine Türen. He dropped some ice. He needs some milk. Flüssigkeitskondensator. Aha. Interessantes Zeug, was wir hier finden. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Pow, 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 pow. Ich hab Verdinkeln bekommen. Oh, jetzt krieg ich schon Spoiler auf den letzten Dungeon. Sieht aus wie ein Spukhaus irgendwie. Krieg Drähte. Geil. Wow. Falco Punch! Ah. Falco Punch! Von da. Was haben wir hier? Nichts drin. Mensch. So Konterstoß. Counter, ich Counter. Stillgelegte Fabrik zu sein, der nächste Dungeon. Ah. Techno-Dungeon. Oh, Techno. Lore. Eine Sache ist klar. Diese Dungeons wurden so entworfen, dass man sie plündern kann. Aber es gibt eine Anomalie im System, die denen entgegenwirkt. Die Wachen. Sie handeln selbstständig ohne eine Hand, die sie führt. Der einzige Aufwand ist der Schutz der Schätze im Dungeon. Dungeon Legion. Was der Sinn und Zweck der Dungeons widerspricht. Ich schätze, was auch immer die Wachen hier platziert, ist unabhängig von dem, was die Dungeons erschaffen. Spoopy. Spoopy. Wäre Keks ist hier, würde ich sagen, Türen sind für Leute ohne Fantasie.
doch jetzt der perfekte Dungeon eigentlich für das, dafür, dass du jetzt hier bist. Der Feuer-Dungeon. Gib mir den Meteoriten oder was ist das? Was ist das eigentlich? Kaltlava. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, war Lava heiß. Diese Lava ist ja heiß. Herr Lustig. Lava, die rasend abgekühlt worden zu sein scheint. Beim Anfassen eiskalt. Ach ja, dieser fucking Transformer hier. Moment, Mann, war ich schon mal ausgewählten Polarisierungsverzeugung, okay. Aber man muss sagen, Birth by Sleep hat einen verdammt geilen Soundtrack. Also ein richtig, ich finde den Soundtrack super geil. Ich kann mich null an ihn erinnern. Ah, ich brenne! Ah, ich brenne, du Idiot. Komm her. Piu, piu. Aua. Komm her. Kadusch, kadusch. Kann ich hier runter? Nein, schade. Oh fuck. Pow. Dungeon Ebene 2. Mensch, das geht ganz schnell. Wüsten Dungeon 2. Oh, okay. Schon die, den richtigen Weg gefunden. Muss man jetzt gleich gehen. Oh, was seid ihr denn? Ja, ja, geil. Ich heile mich und instant macht er so einen fucking Mega-Mixer-Move. Alter. Wunderbar. Komm her. Erinnert mich an den nervigen Zauberer aus Zelda, die sich immer wieder wegporten, wenn man genau dann die Chance hat, sie zu schlagen. Boom. Und ich habe hier Glitzern gesehen, das heißt, hier muss was sein. Ja, aber eine leere Kiste, toll. Mensch, doch so viel. Pow, pow, pow. Ach du Scheiße. Pow, pow, pow. Gib mir Zeug. Pow, pow, pow. Wow. Ih, die bewerfen mich mit Nacho-Soße. Ach so. Du bist eine Mimik. Warum darf ich hier jetzt nicht meinen fucking D-Link benutzen? Ich habe noch andere außer die beiden Bilbos. Was zur Hölle? Was ist das? Magisches Werkzeug. Werkzeug. Entflammbare Flüssigkeit. Ha. Okay. Kapow-boom. Ja, geil. Ja, cool. Ich hätte ein bisschen länger noch warten sollen. Ich merke gerade, dass ich mir gar keine Heiltränke gemacht habe. Alter. Warum zur Hölle kann ich denn meinen fucking D-Link nicht benutzen? Weil du die D-Fähigkeit nicht hast. Du hast keine D-Time eingelegt. Ich merke schon. Ich gehe erstmal zur Quelle und heil mich, weil schon einiges an Schaden eingesteckt. Ich bin ganz ehrlich, ich merke jetzt keinen Unterschied zwischen der Diebesrüstung und der normalen Rüstung von der Geschwindigkeit her. Besonders nicht, wenn man einfach diese Hechtrolle spammen kann. Die ist halt ja cool. Wow, ihr habt Laser. Alter. Was sind das für Hardcore-Würfel? Ich habe noch keine Ahnung, ob irgendwas hiervon was wert ist.
Ich weiß aber, dass Glibber nichts wert ist. Glibber kann ich einfach loswerden. Ich lasse mich schon mal verkaufen. 750 ist das sogar billig. Rete, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe genug von euch Kristallen. Ich freue mich. Ihr das mitnehmen. Dann ist wieder Lore. Endlich konnte ich mich mit eigenen Augen verwissen und am Ende jenes Dungeons laut eine riesige Bestie. Ich, obwohl, Moment. Mach mal, sie, dann nerv ich den Schoßmann nicht. Funktionieren nur, wenn man allein ist. Das ist ja wunderbar. So, mache ich dann jetzt immer so, ne? Wenn ich nochmal irgendwie so Dialog oder halt solche so großartigen Dialogsachen oder so Gespräche oder so hab, dann stelle ich mich einfach in der Konfi auf Taubstumm. Quatsch ich den hier rein. Terra! Ben, now! Come on! Yay, voll geheim. So, was bist du? Was machst du? Come on, Sandcat! Jesus! Was zum Fick war das denn für ein Angriff? Got him. Holy shit. Sure do. Oh, yeah. Ein Löteisen. So. For what? Lifetime passes to Disney Town. Stofffärbemittel. Alter, wieso kriege ich hier so viel geiles Zeug, von dem ich nicht weiß, ob es wertvoll ist oder nicht? Mann! You mean ja, das habe ich einmal. Das brauche ich dann nicht nochmal aufbewahren. Ja, unsichtbare Items nehme ich jetzt mal nicht mit. Okay, das war schien wertvoll zu sein. It's okay, Aqua. Trust me, that guy in the mask is history. I'll never badmouth Terra again. Pow, pow, pow. You saw the boy in the mask? Yes? Alter, Terra ist voll easy zu triggern. Ven. Typ in Maske? Was? You let Aqua take you home. No way. Hast du Wesker gesagt? I wanna go with you guys. You can't. Ging jetzt meine Ebene 3 rein. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like. Bevor ich jetzt Ebene 3 wirklich erforsche, ich brauche 24.000 Geld. Scheiße. I'm not so sure. I've been to the same worlds as you and I've seen what you've done. You shouldn't put yourself so close to the darkness. Listen to yourself, Aqua. Terra would never. You mean you've been spying on me? Und RIP. Is that what he said to do? Ich muss Geld machen. Irgendwie muss ich Geld machen. He was only. Aqua. I get it. Terra. Just stay put. I'm on so, my own. RIP mit dir. All right. Terra, please listen. Ach ja, das war ja einfach nur der Laberspucker. Mit dem komme ich ja klar. Der gibt mir Zeug, obwohl ich könnte mich eigentlich so rausporten. Wirklich speichern muss ich hier noch nicht. Ich bin ja eh noch nicht gut genug ausgerüstet, um einen Boss zu machen.